Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Next Generation Treasury APIs im Praxiseinsatz. Ich bin Sarah Backhaus, Redakteurin bei der Treasurer und werde Sie durch die nächste Stunde moderierend begleiten. Wie der Titel unseres heutigen Webinars schon verrät, ist das Thema noch relativ neu im Treasury bzw. noch nicht so weit verbreitet. Auch wenn Programmierschnittstellen oder APIs genannt, gerade durch das Thema Echtzeitzahlungen wesentlich an Bedeutung gewinnen, ist der Durchbruch zumindest in Deutschland bisher noch nicht gelungen. Ein Unternehmen, das APIs aber bereits verwendet, ist Delivery Hero. Diesen Case werden wir heute hören. Dazu möchte ich sehr gerne zum einen den Director Treasury vorstellen, Christian Schmal. Herzlich willkommen. Also. Sie sehen, prima. Zum anderen haben wir noch einen weiteren Referenten von Delivery Hero. Hier auch der kurze Hinweis, dass wir dazu ab und zu ins Englische wechseln werden, da dieser Referent englischsprachig ist. On that note, let me welcome Jared. We are very glad that you give us some insights in a little bit. So, That's natürlich hat very Delivery interesting. Hero. Natürlich hat Delivery Hero das Thema nicht alleine umgesetzt, sondern sich dazu noch einen Partner zur Seite geholt, nämlich die andere Seite der Schnittstelle, die Bank. Dazu begrüße ich herzlich Fabian Adler von der HSBC Bank. Er ist Director and Senior Sales Manager im Bereich Global Liquidity and Cash Management bei der HSBC Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Adler. Vielen Dank und schönen guten Tag. Bevor es losgeht, möchte ich Ihnen gerne noch ein paar organisatorische Hinweise mit auf den Weg geben. Und zwar schließen Sie am besten alle Programme im Hintergrund. Das sorgt für das optimale Webinar-Erlebnis. Zum anderen, viele von Ihnen werden schon kennen, die unsere Webinare regelmäßig besuchen. Sie können jederzeit Ihre Fragen stellen. Dazu sollte bei Ihnen rechts an der Seite ein Fragezeichen-Symbol sein. Dort können Sie einfach Ihre Frage eintippen. Falls wir es zeitlich nicht schaffen, alle Fragen beantworten zu können, werden wir diese auch im Nachgang an die Referenten stellen. Sie kriegen also Ihre Antwort. So, und bevor es dann mit dem Praxisvortrag beginnt, haben wir auch noch eine Frage an Sie. Dazu werde ich jetzt kurz eine Umfrage einblenden. Diese sollten Sie jetzt auf Ihren Bildschirmen sehen. Und zwar würden wir natürlich auch gerne von Ihnen wissen, was sind denn Ihre Erfahrungen mit APIs? Nutzen Sie diese bereits oder haben Sie vor, diese zeitnah einzuführen? Oder beschäftigen Sie sich zumindest mit dem Thema? Oder halt das Gegenteil, Sie beschäftigen sich noch nicht damit, beziehungsweise Sie haben sich bewusst dagegen entschieden. Herr Adler, was schätzen Sie denn? Wo wird sich die Mehrheit einordnen? Ja, eine sehr gute Frage. Also 111 Teilnehmer beschäftigen sich offensichtlich mit dem Thema. Da denke ich doch, dass wir da das auch sehen werden. Aber erfahrungsgemäß, ich sag mal, würde ich sagen, ein Fünftel ungefähr ist wirklich kurz davor oder sehr aktiv bereits dabei, sich damit umzusetzen. Also im oberen Drittel, während wahrscheinlich der große Teil wirklich in der Mitte bis eher, wir beschäftigen sich uns noch nicht aktiv damit werden. Genau, ich kann Ihnen schon mal so viel verraten. Sie liegen relativ richtig. Ich würde jetzt auch die Umfrage an dieser Stelle schließen und Ihnen die Ergebnisse mitteilen. Ja, und zwar, wir sehen, für die meisten, über die Hälfte ist das Thema wesentlich relevant und die meisten beschäftigen sich damit. 13% haben API sogar schon eingeführt. 4% haben es demnächst vor und ja, ein Viertel ungefähr beschäftigt sich noch nicht damit. Das ist eigentlich die perfekte Grundlage für unseren Vortrag von Delivery Hero, weil das Thema ja auf sehr viel Interesse stößt und ich bin gespannt, wie das in der Praxis abläuft. Christian, Jared, it's your stage. Vielleicht kannst du schon mal so anfangen und erzählen, ja, wieso das Thema Delivery Hero beschäftigt. Ja, sehr gerne. Na klar. Danke, Sarah. Erstmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Vielleicht als kurze Intro ein paar Worte vorab. Wir haben uns, und hier können wir die Präsentation sehen,
Ich habe den Untertitel Think Big und Start Little gewählt, ganz bewusst, weil ich denke, dass die neuen Technologien unser Arbeiten in der Zukunft im Treasury, im Finance, aber auch in der gesamten Organisation, besonders in so technologiegetriebenen Firmen wie Delivery Hero, einen starken Einfluss haben werden. Hat es schon seit Jahren und wird es in Zukunft natürlich noch viel mehr haben. Die Entwicklungen werden hier nicht zurückgedreht werden. Ich denke, es wird eher potenziell schneller gehen in der Zukunft. Warum ich gesagt habe, Think Big, Start Little, ist ein bisschen, weil mein Team, ich, aber innerhalb des Finance allgemein, es gibt viele Ideen und Visionen und Wissen darüber, was technologisch möglich ist. Manchmal steht man dann vor einem riesen Berg an Möglichkeiten, und findet manchmal schwer irgendwie einen Startpunkt. Ich habe in den letzten Jahren verschiedene Konferenzen besucht, bis 2019 sogar noch in Persona, und habe immer viel gehört über Robotics, API und Blockchain etc. etc. Und hatte das, glaube ich, so in 2018, 2019 immer mal gehört und was alles möglich ist, aber irgendwie nie wirklich was gemacht. Und wir hatten dann innerhalb des Teams einfach mal gesagt, wir gucken mal, ob wir kleinere Cases finden, wo wir es einfach mal starten können, wo wir es mal testen können. Unser erstes Beispiel war jetzt kein API, aber war ein Robotics, wo wir gesagt haben, wir haben jeden Tag einen Cash Report an unseren CFO, wo eine unserer Mitarbeiter, unserer Analysten, bestimmte Bankseiten zusammengefügt hat und an den CFO reported hat. Und das waren jeden Tag 15 Minuten. Und wir haben dann einfach gesagt, wir investieren jetzt einmal, vielleicht einen halben Tag oder einen ganzen Tag in das Thema. Und seitdem kriegt unser CFO jeden Morgen eine E-Mail mit Grüßen eines Robots. Und es funktioniert genauso gut wie vorher. Es ist vollautomatisiert. Und statt da jetzt 15 Minuten Bankseiten zusammenzufügen, was jetzt auch nicht gerade die spannendste Aufgabe ist, können wir da lieber einen Kaffee trinken oder Sonstiges tun. Das war mal so ein Anfang. Und ich gehe kurz zur Agenda selbst. Wir haben im Grunde genommen, ich werde kurz die Firma vorstellen, und wir haben zwei bewusste Beispiele rausgesucht. Das eine ist API-basiertes Trading Reporting. Das ist im Grunde genommen auch wieder so ein Fall wie mit dem Robotic. Das könnten wir auch ohne Automatisierung und Realtime-Automatisierung den Prozess an sich durchführen. Haben wir auch jahrelang so gemacht, aber es ist nicht, dass es die gesamte Welt ändert, aber für uns spart es einfach Zeit und erhöht den Automatisierungsgrad. Ich komme gleich nochmal dazu. Und das zweite Thema, auch sehr bewusst gewählt, sind API-basierte Rider-Payments in Asien, in Singapur, wo wir die Struktur live gesetzt haben, zusammen mit der HSBC. Und hier ist es nicht etwas, wo man jetzt sagen könnte, noch nice to have, um ein bisschen Zeit zu sparen, sondern hier reden wir wirklich über einen Wettbewerbsvorteil, der signifikant ist. Das ist etwas aus dem Treasury, was dem Business extrem hilft. Aber mehr dazu dann in ein paar Minuten. Und abschließend nochmal ein paar Grundgedanken zu dem Thema an sich. Dann möchte ich anfangen kurz für die Firma vielleicht noch nicht oder nicht kennen. Wir sind ja derzeit nicht auf dem deutschen Markt, aber global tätig. Vielleicht nochmal ein paar Facts zu unserem Geschäftsmodell. Grundsätzlich, wir sind eine international agierende Online-Plattform für Essenslieferungen. Unser Kerngeschäft sind Restaurants. Haben aber auch neue Business Units aufgebaut mit eigenen Küchen, über die dann bestellt werden kann und Essen geliefert wird, aber auch unser Quick-Commerce-Geschäft, wo wir quasi den normalen Einkauf auch innerhalb kürzester Zeit vor die Haustür liefern. Die Firma hat ihr Headquarter in Berlin. Wir sind mittlerweile über 27.000 Mitarbeiter weltweit, agierend auf über 40 Märkten und hunderte von tausenden Restaurantpartnern weltweit. Wir haben an manchen Tagen mehr als 8 Millionen Bestellungen. Das sind mehr als 100 pro Sekunde, was schon ziemlich beeindruckend ist nach der Kürze der Zeit, seit der es uns gibt. Wir hatten im vierten Quartal 2020 933 Millionen Euro Umsatz. Und unser Ziel ist es, eine
Ja, das ist eigentlich schwierig zu übersetzen. Ja, creating an amazing treasury experience für ein schnell wachsendes Unternehmen, global tätig wie Delivery Hero. Sie sehen hier auf dem Schaubild nochmal, Sie haben die App, Sie können sich Ihr Lieblingsrestaurant, Ihr Lieblingsessen aussuchen, bestellen. Die Bestellung wird, auch das ist alles API-basiert und in Echtzeit. Das heißt, auch hier im Business ist das schon längst angekommen, deutlich mehr als im Finance. Die Bestellung wird bei dem Restaurant entgegengenommen, wird lecker gekocht, wird innerhalb kürzester Zeit geliefert, entweder über unsere eigenen Lieferdienste oder über die Lieferdienste der Restaurants selbst. Dann klingelt es an der Tür und Sie können Ihr Essen genießen. So viel erstmal zur Firma an sich und zum Geschäftsmodell im Groben. Dann zum ersten Thema, wie gesagt, das ist ein bisschen, man könnte jetzt sagen, ist nice to have, aber ich glaube, es ist deutlich wichtiger als nur nice to have. Wir probieren und testen hier wirklich an kleinen Punkten, manchmal wirklich isolierte Prozesse, wo wir quasi API-Schnittstellen zum Einsatz bringen und es einfach unsere tägliche Arbeit beschleunigt, vereinfacht, automatisiert, dadurch aber auch sicherer gestaltet. Das sind immer so die Kernpunkte, auf die wir hier in unserem Team in puncto Treasury-Prozesse den Fokus setzen. Ich habe das Beispiel gewählt, wenn es um unsere FX-Trades geht. Wir haben hier mal ein Beispiel eines FX-Spots, wo wir 800.000 Euro verkaufen gegen Dollar. Ganz normal, also wir haben auch nur die sogenannte Inbound-Integration. Das heißt, der Trade selber vom Front Office wird derzeit noch auf der Plattform 360T, jetzt in unserem Fall, aber welche Plattform auch immer, gibt es ja verschiedene, ausgeführt. Und sobald ausgeführt, wird quasi erstmal eine E-Mail-Notification an unser Backoffice geschickt. Das wäre jetzt noch, ist eigentlich nur ein kleines Add-on, nicht sonderlich relevant. Relevanter ist, was dann passiert, dass der gesamte Deal mit all seinen Details, einer eindeutigen ID, über eine API-Schnittstelle in Realtime in unser SAP Treasury Management System integriert wird und dort quasi in Echtzeit, nachdem der das Front Office getradet hat, sichtbar ist für unser Backoffice. Wir haben das dann hier dargestellt. Wir sehen dann quasi in Echtzeit auf der linken Seite das Line-Item. Wenn man das dann anklickt, dann sieht man, es ist ein bisschen klein geworden, sehe ich gerade. Aber man sieht im Grunde genommen nochmal die gesamten Trading-Details, also die Währungspaare, die Rate etc. etc. Und genau, das ist im Grunde genommen auch schon die ganze Zauberei an der Sache. Es geht halt wirklich darum, dass das Reporting A automatisiert wurde. Das war sowieso, was wir erreichen wollten. Und dadurch, dass wir hier eine API-Schnittstelle zwischen 360T und SAP im Einsatz haben, passiert halt das ganze Reporting quasi in Echtzeit. Wir haben dann auch hier, weil neben der Echtzeit ist für uns halt auch wichtig, dass die Prozesse automatisiert sind. Man kann hier sehen, auch wenn es ein bisschen klein ist, der gesamte Deal mit all seinen Details und einer eindeutig zuordnbaren Transaktions-ID kommt automatisch ins System. Vorher mussten wir die dann teilweise manuell reintippen. Und wir haben dann auch weitere Automatisierungsschritte jetzt in SAP, ist dann nicht mehr zum Thema API, aber es wird dann quasi, wenn der Deal gesettelt wird von dem Backoffice, wird automatisch eine Trading-Bestätigung an die handelnde Bank, beispielsweise der HSBC, geschickt. Und der gesamte Vorgang wird auch in unser SAP Accounting integriert. Das heißt, unsere Buchhaltung hat den Deal quasi bei sich auf dem Tisch und kann ihn quasi verbuchen. Alles automatisch, keiner muss mehr irgendwelche Zahlen eintippen, keine Tippfehler, keine Gefahr, irgendwie die Währungspaare zu vertauschen oder sonstiges. Also hier, es ist ein relativ, ich hatte erst überlegt, ob ich den Case überhaupt nehme, weil er ist jetzt nicht unbedingt, dass er unsere gesamte Treasury-Welt verändert, aber es ist ein kleiner Schritt und wir haben in der Pipeline mehrere von diesen kleinen Schritten und diese kleinen Schritte irgendwann führen dazu, dass wir am Ende dann weite Wege gegangen sind,
wenn es um den Einsatz von API-Technologie geht, wenn es darum geht, Prozesse nicht nur zu automatisieren. Ich habe die letzten Jahre immer von Automatisierung gesprochen. Mittlerweile, spätestens seit 2019, rede ich mehr von Echtzeitautomatisierung. Und das ist hier ein sehr kleines Beispiel. Man könnte jetzt wieder, ich habe es gesagt, sagen, ist nice to have. Ja, muss man nicht haben, kann man machen, haben wir jetzt gemacht. Und weitere solche kleine Schritte sind bei uns in der Pipeline. Und damit möchte ich eigentlich übergeben zu dem zweiten Use Case. Und wie ich angedeutet habe, wie ich angesprochen habe, ist dieser nicht nice to have nur, sondern hier geht es wirklich um einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt, wo Echtzeitzahlungen einen wirklichen Wettbewerbsvorteil für uns bedeuten. Und damit möchte ich übergeben an meinen Kollegen Jared. So yeah, so welcome everyone. So within the tenor of Delivery Hero, we are also striving to automate as much as we can when it comes not only around payment and processes or internal day-to-day operations, but we also look as how we can cater the solution also to our, let's say, heroes, as we call them, or riders, in terms of payouts that we do on a frequent basis. So as of today, what we built around the solution was to find a good enhanced way, on demand, real time, not just simply payout, but also reconciliation using API, also in close partnership with our tech team or product team internally at Delivery Hero, but also in partnership with HSBC. When we decided to go through the venture around API-based rider payments, what we tried to eliminate was basically one is the manual effort and workload that encountered throughout the monthly cycles for, let's say, the accountants, and also for the onboarding team, because then what we recently noticed as well is that, you know, this riders have high fluctuation. So how can we improve, let's say, end-to-end data flow, end-to-end reconciliation, and end-to-end process to make this a bit more enhanced and also to attract as well? Because I would assume that, you know, be it for any riders independently, not just only a Delivery Hero, that, you know, having a instant payout or instant demand at any given time of the day, of the year, of the week, to have this API push and pull functionalities. So what we explored with our team internally at Delivery Hero is like, what can we do to create this API solution for our riders? So this is the first adventure that we did in Singapore with our global payments team or product and tech. And in collaboration with HSBC, we kind of designed a solution that can make a real-time payout to our riders at any given point of the year. On one hand, one would say on-demand, real-time, pulling funds flow in and out of a bank account. How do we monitor? How do we track? Of funds fully available at any given time of the year, be it bank holidays and so on and so forth. So we brainstorm as to what do we really need, where we are as of today, where do we try to get into the future. The process before we reached out to the API solution was every week we would, our team will download Excel tables and link the logistic data, the rider app data, and also the data that is being pushed between two different systems, factor and accounting. And this will basically take hours or days to reconcile what is the delivery collected by the riders, how many cash on hand, because we all know that currently our process is very the cash on delivery, our riders collects the cash, he needs to pay out. How can we net the solution? How can we improve a one-off, an offset of this payables due to the company, but at the same time, enhance the rider wallet solution that could basically drive this? So the first step we said, how can we link both systems? Because we're talking about finance system in terms of ERP,
Then we have the logistics side, and then we have the whole product and tech that needs to come in and cater to this. And how can we link all of that into one harmonized flow to bring all this solution together in coordination with the or partner in APAC with HSBC to find the right solution, the right model, and the right setup. So what we did, and we went live with the API in Singapore within Q4 of last year, and today it has proven very efficient, very effective. It has also reduced human errors, reduced the time that our various colleagues in finance will have to spend and try to reconcile and process all these payouts manually to our thousands of riders that we have on the market. So Singapore was the first market that we tested. As of today, we're now in discussions to roll similar API solutions in Hong Kong. We're now looking at doing the same in Japan. And we're also other markets will come in the future as we go along. So here on this one slider that we basically highlighted is you basically see the flow of the process and how it goes. So, you know, the customer places an order, you know, the riders goes, collects at the restaurant and delivers this order. So our rider app basically have all the relevant information as to how much does the rider collects, if it's a cash, if it's an online payment, and if it's the cash collection, what happens in the background? So at the same time as we go through the different flows, you're wondering how can we monitor all of these manual handling throughout the system. So with the API solution that we built, every data is flow starting from the placing of the order. Everything flows to the rider's app. The rider gets the information. When he delivers the pizza, everything flows through all our Delivery Hero rider system, not just on the rider side and the logistic, but also to finance and also to treasury, where we need to know in real time what's basically happening to the flow of funds at any given point in time. With all the API controls around this, of course, you need to minimize risk, you need to have the right processes in place, the right controls, the right thresholds, and also to incentivize the rider to be very mindful as to why we're doing this and what is the advantage of going through that. So we started off with the solution with 100 riders, see how were their experience with that on the API solution. Because, you know, the riders, everyone would be like, you know, we are sitting in the office, they're the one going and delivering in different conditions and so on. But at the same time, without them, we have no core function business as an organization. So engaging them and giving them that fulfill level of experience and good support as an organization came to be very fruitful, because then now in Singapore we've extended our rider solution to the whole fleet throughout in the country. And what we do on a daily basis, we see the movement of flows, right? So we don't do like weekly payouts as we did anymore. Our accounting team basically do not spend that effort and that time. And every data that basically goes through the different systems, it's in real time via the API solution. So the data does not fail. We don't have any manual process. Everything is reconciled. We have dedicated bank accounts related to these API solutions. We have real-time push and pull data. So in terms of if the rider cannot deduct, or if there's an error that basically comes back from the bank, we know and we triggered and we factored in all case scenarios with the error messages that could come around, any case scenario for the rider and also as an organization. So we prevent fraud, we prevent that the riders can basically demand amount above a certain threshold in his rider wallet. And we also have controls also to prevent, you know, that any breach coming from the bank size, that
communicate in exchanges with our API writer tool and to go back and transmit data that may not be accurate. So at the same time, building this API payment solution around the writers has proven to be very efficient for us, has proven to be quite accepted by our writers as we explore and brought all of this throughout the region. And also in Singapore, we've had a good acceptance rate and a straight end-to-end process. And this is really important, right? You eliminate the manual process that we had. We save 30 hours a month around just writer payments. And I'm only speaking about the writer payments only. So that it gives you an idea as to what it meant before we had API solution. The reconciliation, because then what happens is that writers are being paid every 2 weeks. Depending on the market is every week, right? And certain regulations also comes into play as to how you pay, when do you pay. Labor, we also face labor constraints as well as to how the writers are basically treated on a payable scale. The more frequent you pay, the better, you know, you incentivize and then you attract the writers as well. And as an organization, and also not just as Delivery Hero and Foodpanda in Singapore, but also within the team, you basically want to evolve and find solutions in the technology for on-demand payouts, on-demand processes that kind of like eliminates any type of touch points that could basically be, you know, redundant and can be eliminated. At the same time, with our collaboration with HSBC, we looked at areas to improve around the API front in terms of payouts. We're now in discussions for further projects around the API solutions. But the rider payments was our first pilot in the country in Singapore that we tested. And we're, you know, looking into improving that and enhancing that to the next level that kind of bring all the advantage to the organization and all into the group as well. And that being said, from getting to, I know API may be, you know, reluctant to some people or some organization, but there's the advantage as to getting there. We did not go full-fledged into the API solution, right? Because there needs to be, what is really key is process controls and also having that innovative mind. You know, the innovation is what's really drive the success throughout the setup of this, and bringing this to life has been, you know, one of, let's say, the great projects I contributed with the respective teams in the organization and also with HSBC and the respective partners to enhance and to show that, you know, with API solution, not just on payments, but we can also bring in the API on the writers collection, which is something that we're looking into, that, you know, we're collaborating, we're bringing more into that. And real-time data gives you the possibility to bespoke and bring in a lot of decision making. Okay, what could be advantage for us? What could be advantage for the bank in trying to having, you know, the less costs, more efficient processes, and then, you know, having all the interconnections within the different tools. The advantage of the API is that you can have multiple systems that speaks to each other and just communicate the data. And that's also one of the first mind blowing thing that we had into time is to see how the data flows, you know, the push of the data, the pull of it as well, and how, you know, you basically get to have that on demand, that at that present moment, what basically at what time this writer is pulling information, at what time the payout is being debited from another account. And then you also get all these various reports that goes back and forth that kind of pushes the data to the bank, to the client, and sharing all these different information. So overall, it has been like a very fruitful experience, innovative projects that we've carried out,
our goal is to have the same process end-to-end globally. But to, for starters, it has we thought that the writers would be the a good initiative to start this with and get the engagement with the banks and also the respective teams throughout the organization. The whole process, the whole technicalities, this takes time to have the right setup, the right parameters in place to contribute to this and taking into consideration all the risk and controls and risk and fraud preventions. But overall, it's been a very, very, very project that has been quite advantage for the group and also for our team on the ground. Thanks for that, Gerald. Super interesting. Nice project. Dann wie angekündigt noch ein paar Schlussworte oder Schlussgedanken. Ich hatte es am Anfang mal angedeutet und wer sich die Zahlen von Delivery Hero in den letzten Jahren ein bisschen angeschaut hat und wir sehen immer diese großartigen Wachstumszahlen, 100% Quarter over Quarter, Year over Year, das ist alles großartig. Das Wachstum ist extrem rasant und schnell. All das ist aber nur erfolgreich zu koordinieren und zu managen, wenn man Prozesse automatisiert und skalierbar aufsetzt. Gerald hat es gerade eben schon gesagt, es geht auch noch mal ein bisschen in die Richtung Think Big, Start Little, wobei jetzt das Projekt, was Gerald vorgestellt hatte, gar nicht mal so little war. Aber die Dinge sind, man lernt, vielleicht das auch eine Empfehlung an die, ich glaube, es waren 57%, die darüber nachdenken, API zu nutzen. Ich glaube, dass wenn man erstmal die ersten Schritte getan hat, man von da aus, von der guten Basis aus, man lernt dabei, man macht seine Erfahrungen, man macht seine Fehler und macht sie beim zweiten Mal nicht mehr. Und dann kann man da wirklich ausrollen, automatisieren, skalieren. Gerald hat es gesagt, die nächsten Einsatzgebiete und auch Länder und Märkte sind schon in Planung. Also ich glaube, das ist recht wichtig. Ich hatte es vorhin auch schon gesagt, ich bin der festen Überzeugung, die Zukunft ist nicht nur in Richtung Automatisierung, was man, glaube ich, schon seit vielen Jahren eben auch macht und versucht etc., sondern in Richtung Realtime-Automatisierung. Und nochmal der Hinweis darauf, dass gerade das Projekt in Singapur auch wirklich ein kompetitiver Vorteil war, unsere Rider quasi on demand auszahlen zu können, anstatt da jetzt wöchentliche oder zweiwöchentliche Zahlläufe zu haben. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte zu dem Thema. Ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas Sinnvolles einfällt. Aber ja, vielleicht dann nachher in der Q&A-Session gerne nochmal Fragen dazu. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit soweit. Dankeschön. Yeah, thank you, Christian and Gerald. Thank you very much for this interesting summary. Auch Sie, liebes Publikum, scheint das Thema brennend zu interessieren. Es kamen auch schon einige Fragen rein, die ich an dieser Stelle schon mal stellen würde, bevor wir zum zweiten Part des Webinars übergehen. Und zwar an die Kollegen von Delivery Hero zunächst die Frage, wer hat denn die Prozesshoheit über die API-Schnittstelle und hat sie bei der Implementierung vorwiegend unterstützt? 360T oder SAP? Wir haben, also die Prozesshoheit im Grunde genommen liegt erstmal bei uns. Wir haben das Glück, dass wir eine Treasury-IT-Abteilung haben, wenn man so möchte. Also wir haben eine Abteilung Finance Systems und da gibt es ein Team, was sich auf die Treasury-Prozesse fokussiert. Wir sind auch in enger Zusammenarbeit mit SAP. Wir sind auch einer der Treasury Innovationspartner von SAP, versuchen also auch hier immer gerade die neuen Produkte zu implementieren und Use Cases und Live Cases zu kreieren. In dem Falle hat das technisch zumindest unser Finance Systems Treasury Team geleitet und ist hier in der
Koordination. Ich habe dann quasi nur eigentlich 360T und unser Relationship Management auf der Seite mit unserer Treasury IT Abteilung, wenn man so möchte, in Kontakt gebracht. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck, dass wir da jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die Ersten waren, die angefragt hatten, weil der Prozess war sehr smooth. Also es war völlig unproblematisch. Ich glaube, das Längste, was wir gebraucht hatten, waren die Verträge von unserer Legal-Abteilung zu checken lassen. Ich glaube, das war jetzt auch nicht super lang, aber es war, glaube ich, das Längste innerhalb des Projekts an sich. Ging aber sehr schnell. War auch hier vielleicht einfach nochmal der Kommentar. Manche, gerade so das, was Gerald vorgestellt hat, ist jetzt etwas komplexer. Ja, da braucht man Zeit für. Aber so eine API-Schnittstelle, um daran Informationen von A nach B in Echtzeit zwischen zwei etablierten Systemen zu bringen, das dauert nicht lange. Das geht recht schnell. Also, und dann hat man es. Ja? Und dann nimmt man sich das nächste Kleine vor und das nächste Kleine. Also das ist weniger komplex gewesen, solche Themen. Das klingt doch vielversprechend. Ich würde direkt noch eine zweite Frage dran nehmen, bevor wir mit dem Programm weitergehen. Und zwar, wie kontrollieren Sie, ob der FX-Handel die Währungspaare korrekt gehandelt hat? Ich bin mir jetzt nicht die Frage nochmal ganz kurz nochmal bitte. Wie kontrollieren Sie, ob der FX-Handel die Währungspaare korrekt gehandelt hat? Also im Grunde genommen unser Front Office in 360T gibt die Trades ja ein. Hier gibt es jetzt an sich kein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, da ist Genauigkeit gefragt. Wenn der Deal dann quasi manuell ja derzeit noch abgeschlossen wird, hier auch der Hinweis, es gibt die Möglichkeit aus SAP auch den sogenannten Outbound-Prozess. Da geht es dann darum, dass man quasi die den Handel in SAP selbst definiert und über API-Schnittstelle an 360T quasi rausschießt und der Trade dann dort abgehandelt wird. Da sind wir jetzt noch nicht. Das hat aber interne Prozesse, da kommen wir dann noch hin, vielleicht im nächsten Jahr. Und dann kommt sozusagen das Vier-Augen-Prinzip in dem Sinne, wenn die Trade-Confirmation ins System, ins Backend reinkommt und dann an der Seite eben auch bestätigt wird. Also das gucken zwei Augenpaare drüber, aber technisch ist der Handel erstmal angestoßen von unserem Front-Office im Zwei-Augen-Prinzip. Das ist das, was das 360-System für uns hergibt. Vielleicht, man kann es auch anders machen, aber wir haben es jetzt erstmal so aufgesetzt und bis jetzt sind keine Fehler aufgetreten. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das die Frage so beantwortet hat oder ob ich sie nicht ganz verstanden habe, sonst gerne nochmal im Nachgang nachfragen, dann kann ich schriftlich nochmal darauf antworten, wenn ich das jetzt nicht richtig aufgefasst habe. Gerne. Wir haben auch noch viele weitere Fragen bekommen. Dennoch würde ich jetzt gerne weitergehen und zwar Sie, liebes Publikum, nochmal einbinden. Wir haben nämlich auch eine Frage an Sie, denn APIs sind ja nur eine Innovation von vielen, die das Treasury gerade bewegen. Dazu starten wir noch mal eine Umfrage, die Sie hoffentlich jetzt sehen sollten. Perfekt. Und zwar, was empfinden Sie denn als weitere wichtige Innovation im Treasury? Sind es Cloud-basierte Lösungen? Sind es Blockchain-Lösungen? Ist es Robotic Process Automation? Ist es Big Data Analytics? Oder sind es die digitalen Währungen? Herr Schmal, was ist denn für Delivery Hero noch wichtige Themen und welche haben Sie noch auf der Agenda, die da jetzt stehen? Ich hatte ja schon angedeutet, also das Thema Robotik ist etwas, was uns auch interessiert hat. Da haben wir ja, ich hatte es kurz angedeutet, einen ganz kleinen Testcase gehabt. Ja, ähnlich. Es hat jetzt keine Wochen gedauert, um da dem Roboter beizubringen, die Banksalden da zu ziehen, eine E-Mail zu packen und an unseren CFO zu schicken und um schöne Grüße zu wünschen. Das war nicht kompliziert. Man kann natürlich auch andere Prozesse, komplexere, immer wiederkehrende. Ne? Dabei geht es ja bei diesem Robotic Process Automation, das sind wiederkehrende, standardisierte, immer gleich auftretende Prozesse, die dann einfach automatisierbar sind. Das ist eigentlich sehr ähnlich wie das Makrokonzept in Excel im Grunde genommen. Also ich glaube, das wollen wir mehr machen, einfach weil wir sehr viel noch an Kleinsttätigkeiten manuell haben. Hier starten wir auch ganz simpel, ja, ganz mit Basic-Sachen, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Aber viel Kleinvieh macht ja auch Mist und da werden wir uns weiterhin darauf fokussieren. Ich habe das auch vorhin angedeutet, wenn wir nicht automatisieren,
dann werden wir dieses extreme Wachstum mit den Leuten, die wir in unserem Team haben, nicht halten können und managen können. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht, auch wenn wir 100% jedes Jahr wachsen, auch meine FTEs 100% wachsen lassen. Das macht keinen Sinn. Also da sicherlich. Wir schauen in Richtung Blockchain beim Thema Trade Finance etc. Einfach aus Interesse. Auch hier ist nicht nötig, aber wir können auch weiterhin so verfahren, wie wir es derzeit tun, sehr paper-based. Aber wir würden es uns gerne angucken, weil bei uns auch, ich sage auch immer, das Durchschnittsalter bei uns im Team liegt irgendwie bei 30, glaube ich, oder sowas in dem Dreh. Wir haben alle noch ein paar Jahre vor uns und wir müssen uns einfach darauf vorbereiten, was wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre auf uns zukommt. Und deswegen starten wir da lieber mit. Ich glaube aber auch, Digital Currencies jetzt nicht für uns persönlich zurzeit, ja, kann sich aber morgen ändern. Big Data Analytics ist immer interessant, aber wir sind jetzt einfach gerade noch nicht da. Wir sind eher dabei, Prozesse und Systeme um Daten zu sammeln und dann irgendwann sicherlich auch dann da einzusteigen. Ich persönlich würde jetzt sagen, Robotik und Blockchain nur für Delivery Hero gesprochen jetzt, nicht für die Branche. Mhm. Ich kann Ihnen so viel sagen, was das Thema Robotics angeht. Da denken Ihre Kollegen ähnlich. Ich würde jetzt auch Ihnen alle natürlich die Ergebnisse präsentieren. Und zwar 36% finden auch das Thema für besonders wichtig. Danach kommt das Thema Big Data Analytics, danach die cloudbasierten Lösungen und bisher noch nicht so weit von Interesse ist das Thema Blockchain und Digital Currencies. Ja, Herr Adler. Sie werden uns ja auch noch was zum Thema weitere Innovationen im Treasury erzählen und auch, wie Sie als Bank das Thema APIs einordnen. Ich bin gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, herzlichen Dank und auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern nochmal einen schönen guten Tag aus Norddeutschland. But first of all, and before switching back into German, thanks a lot to Christian and Gerald for the fantastic presentation. And I think the impressive and also passionate insights into your API setup of Delivery Hero. I think from my perspective, really a great example how innovation can, again, step by step, not only facilitate processes and efficiencies, but also can be a requirement or can be led by external factors or competition. To provide a competitive edge. So thanks a lot for that. In diesem Jahr begehen der Treasurer und die HSBC das dritte Jahr der Kooperation unter dem Mantel Thought Leadership und auch einer damit verbundenen Studie. Dieses Mal haben wir uns für eine etwas andere Herangehensweise entschieden, sodass die Studie quasi erst im Nachgang zu diesem Auftakt-Webinar unserer Gesamtreihe Next Generation Treasury erfolgen wird. Und die Studienergebnisse werden wir im Laufe des Jahres wirklich in Form einer Reihe veröffentlichen und ein Abschluss bildet dann dabei eine Podiumsdiskussion im Herbst 2021. Aber die Frage, die auch gestellt wurde, warum haben wir uns entschieden, das Thema API auch als Auftakt zu wählen? Und da haben wir quasi Ihr Feedback, liebe Treasury Community, aus der letzten Studie aufgegriffen, in der Sie uns gezeigt haben, dass APIs ein wichtiges Zukunftsthema ist, haben sie uns platziert und haben auch mehr Input dazu gewünscht. An der Stelle verweise ich gerne auf, klingt die Seite nicht, da haben wir es doch, auf diese Seite aus unserer letzten Studie, in der sie quasi die APIs auf Platz 3 aufs Treppchen gehievt haben, bei den Kanälen, die sie zukünftig ausbauen wollen. Ja, also wie erwartet, die traditionellen Favoriten EBIX und Swift auf Platz 1 und 2, aber Host-to-Host wurde dadurch dann bereits schon auf den vierten Platz verwiesen. Mit 20%, das haben wir auch eingangs gesehen bei der Eingangsfrage, die wir hatten, auch ungefähr 20%, ein klares Zeichen aus dem Markt, dass hier Interesse herrscht. Und das haben auch die andere Ergebnisse aus dieser Studie gezeigt. Wir sehen hier auf der linken Seite, ja, dass 43% von Ihnen, also 7% sehr stark und 36% stark sagen, dass APIs die Aufstellung der Treasury-Systemlandschaft stark verändern wird. Aber genauso sagen auch 39%, dass sie sich da eigentlich noch gar keine Meinung zu bilden konnten. Also es scheint da wirklich ein Gap, ein Erfahrungsgap zu geben. Und diese Annahme wird auch von der rechten Torte, wenn wir uns die ansehen, unterstützt, in der ungefähr drei Viertel
21 und 52% sagen, dass sie sich bisher kaum bis gar nicht mit APIs auseinandergesetzt haben. Also es gibt da ein großes Gap, aber es gibt auch ein großes Interesse. Ein Erklärungsansatz dafür, warum gibt es möglicherweise dieses Gap, war für uns, dass es einfach noch nicht genug Use Cases gab, die den wirklichen Mehrwert, den wirklichen Nutzen herausgestellt haben. Und aus diesem Grund wollten wir hier und heute gemeinsam mit der Unterstützung von Delivery Hero einfach helfen, dieses Gap ein Stück weit zu schließen. Und auch wenn wir natürlich in Anbetracht der Zeit nur an der Oberfläche hier kratzen können. Aber ich fand, wir haben schon richtig tolle Denkanstöße und unterschiedliche Use Cases gehört, die zeigen, was machbar ist und welche Mehrwerte dort auch tatsächlich entstehen können. 30 Stunden pro Monat hatte ich mitgeschnitten, die eingespart werden. Ich finde, das ist schon wirklich ein erheblicher Faktor. Grundsätzlich werden APIs im privaten Umfeld sicherlich deutlich häufiger genutzt, in vielen Anwendungen oder auf Websites. Aber auch aus Bankensicht und mit der Treasury-Brille im Treasury-Umfeld kann man schon unterschiedliche Themenfelder entdecken, in denen APIs echte Gamechanger sein können. Ja, zum einen APIs vielleicht als Facilitator, um Zugang zu neuen Kundengruppen und neue Märkte zu erhalten, um interne Schnittstellen zu schaffen, um dort tatsächlich ihre Geschäftsmodelle zu unterstützen, sei es durch Data, sei es durch Analytics oder eben auch bei Innovation. Oder natürlich auch mit die Genauigkeit und die Sicherheit bei im Tagesgeschäft zu erhöhen, höhere Geschwindigkeit, bessere Planbarkeit zu erreichen und das alles im internationalen Kontext. Also es gibt wirklich aus dieser Treasury-Brille, aus der Bankenbrille schon diverse Einsatzmöglichkeiten, die auf den ersten Blick sicherlich auch verlockend sind. Und wenn man auf den zweiten Blick ein bisschen tiefer schaut, kann man auch feststellen, dass es tatsächlich auch schon diverse Anwendungsfälle gibt. Wir haben das Thema Realtime gehört, was immer wichtiger wird. Ja, im Global Cash Management, Realtime Account Information, Realtime Payments, aber auch Standard Payments, heißt als Einzelpayments oder als Massenzahlung, Statusabfragen, Tracking, Ansprache eines Kontos für komplexe Multicurrency-Zahlungen inklusive FX-Konvertierung zu fest vereinbarten Margen. Also da gibt es schon wirklich einen bunten Strauß von APIs, die es ermöglichen, eben diese Mehrwerte, diese Effizienzen zu schaffen. Bleibt eigentlich die Frage, warum stehen denn APIs auch für deutsche Corporates, wie wir auch gesehen haben, noch relativ am Anfang? In Europa haben wir diese Open Banking Strategie, wir haben die entsprechenden Service Provider, die sich auch auf die Developer Portale der Banken anmelden und ähnliches. Warum fehlt uns da vielleicht der Drive, den es möglicherweise in anderen Regionen gibt? Wir können uns vorstellen, dass hier tatsächlich der eigene Erfolg der Treasury Community in Deutschland eine Art Hemmschuh darstellen könnte. Wir haben schon vor Jahren, also wir sind Vorreiter mit EFTAM, EBIX, multibankfähige Kommunikation aufzubauen. Weltmarktführer, würde ich sagen, ist die Treasury Community in diesem Bereich. Und sie haben auch hier geschrieben, 81%, dass ihnen das wirklich sehr wichtig ist, dass diese Multibankfähigkeit aufrechterhalten bleibt. Und das ist ein Gut, was in vielen Ländern so gar nicht vorstellbar wäre. Da kennen die diese Multibankfähigkeit unter Umständen gar nicht. Und deswegen hinterfragen wir in Deutschland wahrscheinlich umso mehr, warum sollen wir jetzt eine Vielzahl von APIs mit mehreren Partnern neu aufbauen, wenn wir den Mehrwert, den wir dahinter sehen, wenn der vielleicht tatsächlich nice to have war, wie Christian vorhin einmal kurz sagte, oder warum soll man diesen Schritt eingehen, wenn der Mehrwert den Weg dorthin vielleicht dann doch nicht rechtfertigt. Und das Wort Standardisierung, eins, was man immer mal wieder in den Gesprächen mit deutschen Treasurern hört, das von uns Banken auch gefordert wird und wo wir mit Sicherheit auch noch ein Stück weit entgegenkommen müssen. Aber, und das ist wieder so ein bisschen die deutsche Brille, für andere Länder, die von einem anderen Standpunkt oder von einem anderen Startpunkt heraus darauf gucken, und dieser Startpunkt ist schon deutlich uneinheitlicher als das, was wir natürlich in Deutschland kennen, für die kann das plötzlich dann doch ein großer Schritt in Richtung Vereinheitlichung werden, wenn man eben diese APIs nutzt. Also ich glaube, deswegen ist da vielleicht ein Stück weit so ein kultureller Unterschied, warum wir in Deutschland noch nicht in der API-Nutzung so weit vorne sind, wie es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Und vielleicht erlauben Sie mir
um das zu veranschaulichen, was ich meine, das etwas augenzwinkernde Beispiel anhand der Motortechnik, ohne die Technologien an sich zu bewerten, bitte. Also wirklich nur als Beispiel, um die Verbreitung als Maßstab zu nutzen. Also wie etabliert oder wie verbreitet sind die Nutzungen. Ich sage mal, in Deutschland, unsere Treasury-Systemlandschaft ist dann der hervorragend entwickelte und wirklich effiziente Verbrennungsmotor. Ja, über die Jahre, die synthetischen Öle wurden immer besser. Chip-Tuning hat es nochmal verbessert. Also wir sind wirklich top-notch. Und da stellt man sich dann natürlich die Frage, warum soll man dann vielleicht auf den Elektromotor wechseln? Wie gesagt, nicht die Technologien zu bewerten, sondern einfach nur von der Verbreitung her anzugehen. Ja, der Elektromotor hat sicherlich auch Vorteile, hat auch Nachteile, bringt mich von A nach B, das macht mein jetziger Motor auch. Warum wechseln? Warum die Mühe dann eingehen? Und ja, vielleicht, wenn ich mich da auf das Motto von Deliver Hero beziehe, auch Think Big, Start Little, vielleicht ist die richtige Antwort Hybrid. Dass man tatsächlich in kleinen Schritten anfängt, sich die einzelnen Projekte anzunehmen, sich dem Thema an APIs anzunähern und so im Großen und Ganzen dann die Entwicklung zu erfahren. Aber Spaß beiseite oder diesen Vergleich beiseite. Wir haben jetzt ja aber auch gehört bei Deliver Hero im Vortrag, dass sie einen Competitive Edge bekommen haben, dass es wirklich ein Wettbewerbsvorteil war oder der Wettbewerb auch ein Stück weit dazu gezwungen hat, hier auf APIs zu setzen. Und das wäre auch ein Appell an Sie. Prüfen Sie, wo Ihre Wettbewerber sitzen oder auch sitzen werden zukünftig. Wir haben in Deutschland mit Sicherheit ein tolles Finanzsystem. Sie können Konten in so gut wie jeder handelbaren Währung führen. Versuchen Sie mal ein Slotty-Konto in USA zu führen. Also das funktioniert dort nicht. Und wenn wir gerade über USA sprechen, das Augenrollen bei dem einen oder anderen Treasurer, wenn man das Thema Schecks und USA bespricht, das kriegt man ja auch regelmäßig mit. Nichtsdestotrotz gibt es möglicherweise auch in Asien irgendeinen Treasurer, der rollt genauso mit den Augen, wenn die sich über den Zahlungsverkehr, Stichwort Bargeld, Stichwort Kreditkarten in Deutschland unterhalten. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Und ich glaube, daher ist es auch zu wichtig, nicht nur zu schauen, wo stehen wir jetzt, sondern auch, wo steht unser Wettbewerb? Was können wir als Treasury auch dort zu unserem Unternehmen dazu beisteuern? Denn auch das ist tatsächlich etwas, was Sie in unserer Studie aus 2019 mit einer klaren Zweidrittelmehrheit gesagt haben, dass diese Digitalisierung das Treasury stark verändern werden. Ja, hier sagt ein Drittel, ja, dass die Treasury-Aufgaben verändern sich stark, genauso wie das Geschäftsmodell meines Unternehmens. Bei dem nächsten Drittel, da ändern sich zwar die Treasury-Aufgaben, das Geschäftsmodell bleibt aber stabil. Nichtsdestotrotz, die Aufgaben ändern sich. Vielleicht ändern sich dadurch natürlich auch Tools und Strategien, die wir aus der Treasury-Sicht für den Erfolg unseres Unternehmens einsetzen müssen. Denn, und das haben Sie auch ganz klar mit einer Zweidrittel-Meinung kundgetan, die Treasury-Abteilung wird immer mehr zum Business-Partner im Unternehmen und wird damit immer mehr einen aktiveren Part auch an dem Unternehmenserfolg beisteuern. Und wo und wie Sie natürlich als Business-Partner wahrgenommen werden wollen, das entscheiden Sie natürlich selbst. Und APIs wären dort ein möglicher Ansatz, um dazu beizusteuern, wie wir es zum Beispiel durch das Projekt bei Deliver Hero auch gesehen haben. Andere Ansatzpunkte, andere Techniken oder Key Technologies, die wir gerade im Cash Management sehen. Ja, es geht hier einmal um den Bereich Cloud, Data, Artificial Intelligence, Insights, Analytics. Hier können wir wichtige Input zur Unternehmenssteuerung liefern oder aber auch Entwicklung der Geschäftsmodelle. Innovation und Automatisierung haben wir eben auch schon gehört. Reduzierung von sich wiederholenden Aufgaben oder einfach unnötigen Aufwand vermeiden. Schaffung neuer effizienter Prozesse. Lieber einen Kaffee trinken, als etwas erneut zu machen. Lieber die Zeit nutzen, um zu denken und zu planen, als zu warten und wiederholte Tätigkeiten zu tun. Anwendungserfahrung vereinfachen, Biometrics, Mobile, Sachen, die wir quasi aus unserem eigenen Privatleben kennen, auch im geschäftlichen Leben oder auch für unsere Kunden, für unsere Geschäftspartner erlebbar machen. Und natürlich, und
da setzt auch das Thema APIs wieder an, Netzwerk, Collaboration, Ökosysteme schaffen innerhalb des eigenen Unternehmens, aber auch mit Partnern, um dort zukünftig ja, reibungsloser und schneller in Realtime zu kommunizieren. In dem Zusammenhang möchte ich gerne ein schönes Zitat aufgreifen von Hitachi Solutions Deutschland, was im Rahmen der Studie HSBC Navigator im letzten Jahr 2020 gefallen ist. Da wurden 10.000 Unternehmen in 39 Märkten gefragt. Da wurde gesagt, the one thing that has become evident is that digital transformation is not a choice. It is not something that you should leave to the junior engineer with a bit of budget to play with. Also vom Tenor her, egal für welche Schrittgröße Sie sich dabei entscheiden mögen, aber die Grundaussage ist klar, man hat keine Wahl, man muss sich auf die Digitalisierung einlassen und auf diese Reise begeben. Man muss sich auf den Weg machen mit der Schrittgröße, die man dann in dem Moment halt darbringen kann. Und das bringt mich an der Stelle auch zu meiner letzten Folie, die auch aus der Studie 2019 gekommen ist. Dort haben fast 60% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt, dass sie mit der aktuellen Aufstellung im Treasury nicht die Fähigkeiten besitzen, diese digitale Zukunft aktiv zu gestalten. Und das ist auch ein Stück weit unsere Basis für die Studie, die wir jetzt in den nächsten Tagen rausgeben möchten und Sie bitten möchten, daran teilzunehmen. Der Name ist etwas provokanter gewählt, Next Generation Treasury. Wie viel Innovation verträgt Ihr Unternehmen? Weil wir genau dieses Gap im Treasury, aber auch im Unternehmen tiefer beleuchten möchten und auch mögliche Handlungswege aus diesem augenscheinlichen Dilemma gemeinsam mit Ihnen zu entwickeln und in der abschließenden Podiumsdiskussion im Herbst zu diskutieren. Also da unsere Bitte, nehmen Sie gerne und bitte erneut zahlreich an der Studie teil. Wir freuen uns sehr, die Ergebnisse und Erkenntnisse im Laufe des Jahres damit zu teilen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Fabian. Ich bin gespannt, was uns dieses Jahr die Studie für Ergebnisse liefern wird. Ich würde sagen, wir springen einfach auch direkt in die Fragerunde rein, weil die Zeit rennt und hier sind schon noch ein paar aufgekommen. Und zwar Gerald, Christian, wäre schön, wenn ihr euch wieder dazuschalten würdet. Und zwar kam noch eine Frage aus dem Publikum, wie denn genau die Implementierung lief, also wie lange hat es gedauert und was waren vor allem die Herausforderungen dabei? Ich denke, das geht eher in Richtung des Singapore Payment APIs, weil das andere Beispiel, das waren ein paar Stunden. Gerald, do you have even for me difficult to switch from German to English. Do you have an indication how long the implementation phase took, like the preparation, the go live, the testing, etc. is like approximately the project for the Singaporean rider API payment? Yeah, sure. I was a bit very pushy on the whole rollout, so it took us 2 months to basically get everything up and going, because it's only the payout phase of the API solution. When you trigger the collection, there's different factors that needs to be taken. So when you trigger the payment, it's basically, you know, having the right structure in place, because everything is XML based in the background. The technicality is XML, which we all use in our day-to-day life as treasurers, right? So when you communicate with your tech team, your product team, they also use, as long as we don't see it, but behind, they also use coding. And some of these coding, they're somewhat XML language, right? So they also understand when we use a specific tag, what goes where. So it was easy to implement this under such a short window. We also had like dedication team. We had frequent calls, like three times a week between HSBC and our tech team, Delivery Hero here in Berlin, and the logistics team in Singapore. So it all went relatively smooth. And everyone wanted to have this solution go live, and also, you know, our accounting team based in Singapore, they wanted to get this burden away. So the commitment, the dedication, also the innovative part of it, and also, you know, the
let's say the whole, I mean, we're a tech company, so then, you know, we want to be very creative and be very innovative as well. So it was very, very, let's say, a very pushed but very well-structured project in the end. And what really helped is that HSBC, as our partner bank in the region, understood our business model, what we want and where we wanted to head to. So it also eased the communication of exchange of what we want in the end. So the implementation and the go live, I think once we finished the implementation, we went live like in a week and a half, and it was seamless. And then, of course, you have the hypercare phase after the API, but then there was no hiccups. Of course, you have a little tweaks here and there from time to time. But then this also comes, you know, as, you know, the volume grows, as we try to open up a bit, you know, the API capabilities. But then overall, yeah, it was the implementation, but including the technical, the setup took approximately, you could say, 2 months to get going. Ich denke, und ich weiß, wie pushy Gerald da ist, nur im positivsten Sinne. 2 Monate ist sicherlich relativ, fand ich auch relativ schnell. Das Gute an der Sache ist aber, dass die Länder, die danach im Scope sind, Japan und Gerald hat sie alle genannt, das wird schneller gehen. Das ist auch das Wichtigste, dass wenn man mal angefangen hat und mal verstanden hat, wie es funktioniert, ja, dass man das wirklich dann leveragen kann und dann exponentiell beschleunigen und skalieren kann. Das ist eigentlich das, was ich auch meine mit, ja, think big, start little und dann einfach auf den Weg machen. Dann noch eine weitere Frage, ob Sie neben 360T noch ein weiteres Treasury Management System nutzen? Also 360T ist unsere Handelsplattform und da nutzen wir derzeit nur diese eine. Das deckt unseren Nutzen und unseren Bedarf ab. Im Punkt Treasury Management System auch hier, und das ist auch sehr hilfreich, da muss man natürlich sagen, Delivery Hero, ich hatte jetzt zum zweiten Mal das Glück, sage ich mal, Treasury-Strukturen vom Greenfield aufzubauen. Ich verstehe natürlich auch Treasury-Abteilungen, die es 10-mal so lange gibt, wie es unsere gesamte Firma gibt. Da sind andere Prozesse dahinter. Das ist alles, ich glaube, Fabian hatte das angedeutet. Wir sind eher die, wir hatten nie einen Verbrennungsmotor. Ja, ich habe halt ausgesucht und dann nehme ich halt gerade den elektrischen. Ja? Das ist bei uns ein großer Unterschied und ist auch immer nicht ganz fair, wenn man das dann 1:1 mit anderen Industrien vergleicht. Aber Delivery Hero hat auch gesagt, wir sind SAP-committed, wir rollen SAP aus, auch einer der Gründe, weshalb ich SAP als TMS genutzt habe, aber wir nutzen auch nur dieses eine Tool und wir machen das Gleiche mit den Banken. HSBC ist eine unserer wenigen Kern- und Partnerbanken. Wir haben eine Handelsplattform, wir haben noch eine Plattform für Marktdaten, aber ein sehr reduziertes Landschaft an Systemen und dann sind natürlich auch die Verbindungen erstmal einfacher zu machen. So Projekte, wie sie Gerald jetzt für Singapur gemacht hat, die ja auch über SAP laufen, weil das ja unser gesamtes ERP-System ist. Das ist natürlich ein Vorteil, dass wir das gleiche SAP, ja, manche haben ja SAP, aber was weiß ich für verschiedene Varianten, überall dann nutzen können. Ja, das ist natürlich eine vereinfachte Treasury-Infrastruktur und Technologie ist aber ein anderes Thema, ist sehr hilfreich für solche Projekte und Prozesse auf jeden Fall. Mhm. Dazu kam direkt eine weitere Frage rein, und zwar, ob Banken auch direkte API-Möglichkeiten bieten sollten oder dies besser durch SAP abgedeckt werden sollte. Also die Banken bieten da von ihrer Seite sehr viel an. Ich könnte jetzt noch andere Namen nennen, aber es gibt neben der HSBC auch noch weitere, zumindest mit denen wir jetzt in Kontakt sind, die da sehr aktiv sind. Also ich glaube sogar mehr, als wir jetzt zurzeit überhaupt wahrnehmen können, gibt es Angebote auch von den Banken, deren Technologien, deren, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber die haben auch API-Portale, wo du als Kunde quasi selber mitbauen kannst, etc. Ja, da gibt es einige. Ich bin jetzt mehr mit 1, 2, 3, 4 Großen, die ich jetzt hier im Kopf habe. Weiß nicht, wie das kleinere, lokalere Banken machen, aber die Größe von HSBC, die haben es, glaube ich, alle verstanden. Ich sage auch immer, das brauchen die Anfrage von Gerald an die HSBC in Singapur ist nicht nur unsere Wegen. Ich sage immer, wenn die Banken nicht anfangen, diese Technologie zu leben, dann wird sie in x Jahren nicht mehr geben. Und x muss nicht keine besonders hohe Zahl sein. Also es ist nicht nur uns zuliebe, es ist auch den Banken selber zuliebe. Und das haben eigentlich
also für die HSBC kann ich sprechen, haben sie verstanden, genauso wie noch einige andere, mit denen wir da zusammenarbeiten. Also das an den Banken liegt es da, glaube ich, nicht unbedingt. Vielen Dank, Christian, für den Rückenwind. An der Stelle, also möchte ich es auch gerne bestätigen. Also wir haben auch ein Developer-Portal, wo man sich registrieren kann, wo man sich anmelden kann, wo wir dann auch den Code oder die Schnittstellen teilen. Also das wird aktiv von uns auch gespielt, dass dort eben tatsächlich auch die Möglichkeiten bestehen, wenn man eine hauseigene Anwendung hat, dahingehend zu erweitern, dass die in API über die API-Schnittstelle mit der Bank kommunizieren können. Also die Flexibilität haben wir da durchaus. Ja, vielen Dank. Wir haben noch ein, zwei offene Fragen, die werden wir aber im Nachgang beantworten. Und damit wäre die Zeit auch um. Thank you all so much for this interesting presentation. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer und Zuhörer, dass Sie so fleißig Fragen gestellt haben. Wir hoffen, dass wir Ihnen das Thema APIs näher bringen konnten und Sie sich jetzt auch mehr dran wagen. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch bei unserer Studie mitmachen würden. Und bleiben Sie gerne noch dran. Jetzt wird noch eine kleine Umfrage eingeblendet, die das Webinar betrifft, damit wir uns natürlich auch immer verbessern können. In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderschönen Nachmittag.